Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zur Tagesenergie für Montag, den 30.10.2023, einen Tag vor Halloween. Halloween ist ein ganz besonderer Tag, weil die Energien zwischen der geistigen Welt und der weltlichen Welt wirklich ganz, ganz dünn sind. Ich lege hier das Linda Giese-Tarot der neuen Zeit und wir schauen mal rein, was dürfen wir denn heute an diesem Tag wissen, ihr Lieben. Der Ritter der Münzen in Schieflage. Wir haben die 10 der Münzen, wir haben die 7 der Münzen und wir haben das Gericht. Und ganz deutlich, hier ist das Gericht, das über die Münzen entscheidet. Und wir haben hier nochmal die Münzen. 3 der Münzen ist die Lernaufgabe, es ist die karmische Lernaufgabe. Diese Lernaufgabe hier, die hat man dir so oft geschickt, bis du es verstanden hast. Und hast es wieder nicht verstanden, drehst du nochmal eine Ehrenrunde. Und dann sieht das Gericht oder die geistige Welt von oben, die sind dann, oh, guck mal, sie hat es dann immer noch nicht verstanden, dann schick mir ihr das im nächsten Leben nochmal. Aber jetzt hast du es verstanden. Deine Lernaufgabe, du bist, schau es dir an, mit dem Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter ist die Karte, dass hier Entscheidungen getroffen werden, etwas ganz klar wird, der Verstand ganz klar wird und du hast die Chance, etwas klar zu sehen. Ich lege hier das Roman Slenderman-Kartendeck aus der Wüste. Und wir schauen mal auf deine Herzebene, ihr Lieben. Die Herzebene. Ich habe es gerade gespürt. Als ich nochmal gesagt habe, die Herzebene, habe ich gespürt, hier kommt was in Bewegung. Ich habe gesehen, wie das Herz sich bewegt. Wir haben den Klee, wir haben den Herrn und wir haben die Lilie. Die Lilie steht auch für den Winter, ihr Lieben. Und wir haben die Dame. Und schaut euch das an. Die Lilie steht für die Harmonie. Und hier die Harmonie, sie ist da. Wir schauen mal rein. Die will ich mal so liegen lassen. Ja. Hier kann die Harmonie wiederhergestellt werden, sodass ihr euch anseht. Hier ist man seicht. Die Kipperkarten. Ich lasse die Karten so liegen, wie sie fallen. Das gibt's nicht. Der gute Ausgang in der Liebe. Ich habe es eben gedacht, habe ich gedacht, wäre das nicht schön, wenn zu diesen Karten der gute Ausgang in der Liebe käme. Das ist ja wohl der Hammer. Wir haben das große Glück und wir haben den angenehmen Brief und wir haben zweimal den Brief. Wir haben den Brief. Das Wohnzimmer. Wir haben, hier ist das Gericht. Das Gericht ist die Institution von oben, egal ob im Weltlichen oder im Spirituellen. Ich habe gesagt, wir sind einen Tag vor Halloween. Das Gericht ist ganz nah. Oh, es ist so, Leute, es ist so, als wenn dir der Richter die Hand auf die Schulter legt. Oh, und ich spüre das gerade. Genau das ist jetzt hier. Hier wird etwas entschieden, was so andauernd, so ewig lange, du hast so viele Ehrenrunden gedreht und nicht nur du, er auch. Ich schaue immer aus der Sicht von einer Frau, die auf einen Herrn schaut, ihr Lieben. Und das ist dieser Herr, dieser Ritter der Münzen, der sich hier einmal gedreht hat. Ne? Seht ihr das? Und er schaut jetzt in die Fülle. Und er weiß jetzt genau, wo die Fülle und wo sein Glück ist. Und er geht jetzt in die Ernte. Er hat den Spaten schon eingesteckt. Schaut euch mal an, hier haben wir wieder das Glück. Er kennt den Weg. Das hier ist kein langer Weg. Das ist der Weg zu dir. Er kennt den Weg zu dir, zu dem, dass es hier fließen kann. Und interessanterweise, die Fische stehen ja einmal für die Gefühle, die ins Fließen kommen, aber auch für die Finanzen, die ins Fließen kommen.
Und jetzt will ich mal hier darauf eingehen. Wir haben hier die Arbeit, Ruhm und Widerwärtigkeiten, Zugang, Ehrenkommen, den Diebstahl und der gute Ausgang in der Liebe. Das hier ist sein Weg. Und der gute Ausgang in der Liebe ist auch der gute Ausgang in der Selbstliebe. Er ist bei sich angekommen. Du bist sowieso, du bist total safe. Du bist in dir, du bist bei dir. Und das ist auch ein sehr helles Bild. Und ich finde es gerade wunderschön, wenn ich es im PC sehe, im Bildschirm sehe. Es ist überhaupt nichts, hier ist nichts Schweres, nichts Dunkles. Das Dunkle, was ist, das ist sein Jacket. Und das ist das, was er noch um sich herum trägt. Das Gericht, die geistige Welt, der liebe Gott, die Engel, wie immer ihr es, das Universum, wie immer ihr es nennen möchtet, arbeitet daran, dir diese Chance zu geben. Diese Chance in Form dieses Briefes. Wir haben hier den Brief und wir haben ihn hier. Und der ist jedes Mal und der ist immer versiegelt mit diesem roten Wachssiegel. Dieser Brief liegt bei dir auf dem Tisch in deinem Wohnzimmer. Und sei mal sicher, dieser Brief, der wird dich einmal umhauen, sodass du den nächsten Sessel suchst, die nächste Couch suchst, den nächsten Stuhl suchst, sodass du dich setzen kannst. Hier sitzt du auch. Aber es ist nicht von langer Dauer. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist er. Er nimmt deine Hand. Und zwar nicht so, wie dir die sich die Hand nimmt von ihr. Ihr wisst genau, was ich meine. Und dennoch haut es dich um. Es ist ein großes Glück, was hier liegt. Es ist eine Chance, die hier liegt, jetzt hier etwas zu erkennen, eine Entscheidung zu treffen. Und ganz klar, klar, glasklar, so wie das Ast der Schwerter für Klarheit steht, für das Glasklare steht, mit der Eins für den Neuanfang, so klar bist du in dem Moment. Du weißt ganz genau, was du willst. Und du kommunizierst es. Du sagst, du bist vorbereitet. Du weißt hiervon. Du weißt auch, dass er hier seinen Weg jetzt gegangen ist. Und dass das 10 der Münzen ist, die höchste Füllekarte. Dass diese Fülle, dass sie da ist. Du weißt es einfach. Ich hätte jetzt gesagt, es klopft an deine Tür, aber ich sehe das Haus nicht. Und dennoch sehe ich eine Tür. Ich sehe eine große Tür hier über diesem oder hier vor diesem Orakel und da ist ein Schlüssel drin. Und du hast die, das ist das Ast der Schwerter. Du hast die Macht und ich soll es ganz genauso sagen. Du hast die Macht, du kannst die Tür öffnen, du siehst, was dich dahinter erwartet und du kannst die Tür schließen. Musst du nicht, aber du kannst. Macht's gut. Ciao.